Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Dreisternhof. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. In der letzten Folge sind wir ja beim Opelisch-Pressen stehen geblieben, da hat es ja leider Probleme gegeben. Und ja, ich habe jetzt dann im Internet mir schlau gemacht und ja, ich habe jetzt auf die neueste Version abgedatet von Curseplay und jetzt funktioniert es endlich mit dem. Und zwar auf die 6.02 Version und ja, jetzt funktioniert es. Er ist in 3 Minuten fertig und jo. Er ist auch gleich fertig. Und jo. Dann müssen wir gleich mal schauen, wie schaut es auf dem Online-Feld aus. Ja, da müssen wir dann ansehen. Aber jetzt lernen wir mal den Ding aus. Und. Oh, vielen lieben Dank für euer nettes Feedback in der letzten Folge. Und ja, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt gerne den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Mal das einmal ab. Ja. Ja. Gibt's ja nicht. Was ist denn da halt los? Mann, Mann, Mann. So. Dann ist das Feld A schon wieder fertig. Die letzte Bahn bauen da unten müssen wir noch machen. Und jetzt muss ich kurz umstellen, damit das stehen bleibt beim Abladen. Wo war denn das noch einmal, wo das? Naja, machen wir weiter. So, das sind 59% schon. Ja, da hat er ein bisschen was zu tun, weil das hat 16,3 Tonnen. Und ja. Dann ist das auch abgeschlossen mit der Opelets-Geschichte. Dann bleiben wir durchstehen. Und ja. Er ist der letzten Bahn. Dann schauen wir einmal da auf den Hof. Wo gibt's denn da die Seemaschine? Mal da keine Seemaschine, hä? Mal hier komm. Er sagt doch nicht damit mal. Naja, dann kaufen wir uns eben eine schöne Seemaschine. Und zwar werden wir uns die kaufen. Passt. Er ist fertig. Das passt. Dann müssen wir aufs nächste Feld. Uiuiui. Sorry, das wollte ich jetzt aber nicht. Und jetzt müssen wir dann auf dem Feld, wo wir jetzt gerade die Strohpedals pressen, noch tiefen lockern.
Und ja, dann können wir dabei auf dem Feld, wo jetzt gerade Tiefenkilokatoren ist, mit der neuen Seemaschine ansehen. Was wir ansehen, das werden wir gleich schauen. Und ja. Ah, jetzt bin ich falsch dran. Aber nein. Macht nichts, fahren wir halt außen rum und dann. Und wo ist eh schon die Einfahrt? Das ist Feld 13. Zack. Er ist dann auch gleich fertig. In 20 Minuten, also in der nächsten Folge oder so. Jo, dann machen wir einmal den da fertig. Machen wir jetzt. Die letzte Bahn fahren wir selber. Dann war's. Dann haben wir endlich die Strohpellets-Geschichte abgeschlossen. Dann fahren wir mit den ganzen Geräten auf den Hof. Dann lagern wir das ein und dann, wenn man es sich zeitlich ausgeht, werden wir es einlagern. Verpacken und verkaufen. Warum hast du es jetzt ausgeschalten? Verstehe es auch nicht. Naja. So. So. Die letzten paar Meter. Wo ist noch? Aus und dann gibt man das noch da im Hänger. Dann fahren wir mit den Sachen auf den Hof, dann machen wir es sauber, lagern wir das ein. Uiuiui, da sind wir ein bisschen weit weg. Und hier. Sag einmal. Gibt's aber nicht, du. Packen wir mal den MP-Tag an und schieben ein bisschen hinter weiter. So, dann schieben wir gerade und das Upload-Band. Und dann. Ja. So, dann. Jo. Und jetzt werde ich euch noch ein paar neue Mods sagen, die ich mit reingenommen habe. Und zwar habe ich da noch ein bisschen was mit reingenommen. Und zwar das Kingspack, das Youngtimer oder wie das Zeug heißt. Dann habe ich da noch ein bisschen Agendierpack. So. Da den Xeron 3000 probieren. Das ist mir, wenn ich ehrlich bin, zu wenig breit. Naja, den werden wir uns dann auch irgendwann einmal gönnen. Dann werden wir den einmal da abschalten. Nicht das so. Uiuiui. So, dann fahren wir den einmal auf den Hof. Bringen wir den einmal zum Kehrhaar, machen wir das dort sauber. Dann holen wir den anderen, bringen wir es in die Hauptbergehalle. Lagen wir es dort zwischen und dann. Boah, Bremsweg ist am Start. Und dann werden wir, wenn es sich ausgeht, zeitlich werden wir es dort abpacken. Weil dort ist noch die Heupellets auch noch zum Abpacken und dann verkaufen wir den Rest. So, das gibt dann auch eine Menge Geld. Und dann können wir schauen, was wir als nächstes investieren. So, dann fahren wir schön da hinten zu seinem Kerl.
Den haben wir in der letzten Folge platziert. Und ja. Oh. Machen wir das schnell sauber da. Oh. Oh. Was? Gehen wir das wieder zurück raus. Bringen wir das in die Delegier-Unlock. So. Zack, zack. Geht schon wieder dahin. Dann noch den Online-Anhänger mit dem Opelis holen. Einloggen. Stellen wir das eine. So. Dann müssen wir schauen, damit wir endlich die komische Nacht überspulen, weil ich mag keine Nacht. So, Profis sind wieder am Werk, muss ich sagen. Ich dies gleich 0. Irgendwo wieder an. An, Mann, Mann. So, komm, Pause. Hol mal die Seemaschine und dann jetzt auf zum Feld und umleuchten und ab geht die Luzi. Dann wird wahrscheinlich das Großabholz wieder zu mir sein. Weil das haben wir ja gekalkt. Oder? Machen wir die Seemaschine. Und da hat gut und das haben wir alles am Hof. Passt. Jo. Lassen wir den nochmal den Vorrang, weil wir haben da Vorrang geschaut. Dann mal gleich Hof ist ansehen. An. War doch einfach so langsam. Dann würde ich sagen, machen wir die Klappen auf. Fahren wir bitte an das Ding. Bremsweg. So. Und dann geht's gleich direkt zum Feld. Nehmen wir den als nächstes an. Irgendwas wieder mit Stroh.
No, wo sehen wir denn nun? Lass es mir mal kurz überlegen, und zwar, Ja, sehen wir mal Raps an. Jo, auch mal Raps. Oh, dann geht's auf zum Feld. Um hinten die Kloppen zu und dann geht's auf zum Raps sehen. Jo. Boah. Da war jetzt wieder der Baum im Weg. Aber damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Das wird dann auch nicht mehr passen. Aber das wollen wir jetzt noch schnell. Und zwar Feld 7 war das. Vorgewende 4 Bahnen. Oh, Steihahn. F. So, meine Freunde, dann war es das auch für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ein Like würde mich natürlich auch freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut. Ciao.